Freunde der gepflegten Spielekultur, herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem PC-Building-Simulator. Ja, nachdem wir in der letzten Folge dieses kleine Problemchen mit dem Lüfter gelöst haben, wo ich ehrlich gesagt aber immer noch nicht so recht weiß, warum und wie und was, machen wir jetzt mal weiter mit den nächsten Aufträgen. Also wir sollen hier eine Thermalpaste erneuern, beziehungsweise sollen diese überhaupt erst auftragen, nachdem unser lieber Onkel scheinbar vergessen hat, dies zu tun. Oh, da haben wir einen Reisen mit sehr schlechter Raumbelegung. Einmal zuschrauben, Kabel ranbringen. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall unseren USB-Stick hier installieren, nachdem der gute Herr einen 3D-Mark gerne hätte. Einmal 3D-Mark installieren. Ja, dann schauen wir mal, was die Kiste hier so drauf hat. Die ganze 8 FPS. Ich bin ja begeistert. Schaut irgendwie seltsam aus. Das schaut irgendwie sehr seltsam aus. Also wer bisher noch nicht wusste, was eine Diashow auf dem PC ist, das ist eine Diashow auf dem PC. Ist ja grausig, gruselig. Also über die FPS kann man ja diskutieren, so lange wie man möchte. Manche sagen, sie brauchen 100, manche sagen, sie brauchen 30 und manche sagen, sie brauchen 60. Ich persönlich zähle mich zu denen, die sagen, sie hätten ganz gern 60 bis 80 irgendwo um den Dreh. Aber 20 ist definitiv zu wenig. Wobei ich hinzufügen muss, ich komme zweifelsfall auch mit weniger FPS klar. Plus so eine Diashow wie hier muss ich mir ehrlich gesagt nicht geben. Ja, und ich lerne hier auch gleich mal was draus. Also diese Benchmarks, ich weiß nicht, ob ich da noch meinen Auftrag annehme, das schauen wir mal. Uhu. CPU-Test 8,88 FPS, Grafiktest 21,01 FPS. Wuhu. Na, ich weiß ja nicht, aber mit einem Ryzen 3 sollte dann doch ein bisschen mehr drin sein, wenn die Grafikkarte passt. Naja, wie dem auch sei. Genau, den kann man jetzt ausschalten, aufnehmen. Und mal gediegen verschicken. So, was haben wir hier? Das neue Netzteil muss rein und ein 3D-Mark muss gemacht werden. Okay. Oh yeah.
Kabel rankommen? Hä? Habe ich jetzt beim Absetzen irgendwo was falsch gemacht? Ich glaube nicht. Der bleibt bestimmt stehen, wo er ist. Also, da gehen noch Kabel raus zu was auch immer. Das ist hier sehr Fischen im Trüben, stehe ich gar nicht drauf. Also weder in echt noch hier irgendwie. Da ist noch ein Kabel, das raus muss. Und hier ist noch ein Kabel hoch. Kriege ich dich jetzt raus? Na, dann an der Übersicht müssen sie noch ein bisschen arbeiten. Das ist hier sehr mühselig. Jetzt kriege ich dich raus. Och, bin ich froh, dass ich mir für meinen kleinen Server dieses Teil nicht bestellt habe. Supply. Ja, da hätte ich natürlich auch vorhin mal drauf kommen können. So. Ja, die Steuerung muss ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen gewöhnen. So, dann brauchen wir mal wieder die Kabel. Bei der Gelegenheit auch gleich den USB-Stick. Schmeißen die Kiste mal an. Oder auch nicht. Habe ich hier irgendwas vergessen? Tut sich nichts. Dann müssen wir da wohl eben nochmal. Zumindest mal das Stromkabel ziehen wir ab. Safety first und so. Oder auch nicht, okay. Zumindest das hier muss nochmal runter. Denn mich beschleicht so das Gefühl, ich habe hier ein Kabel vergessen anzuschließen. Nach dieser kleinen Peinlichkeit können wir das, glaube ich, dann endlich mal zu Ende bringen. Können wir? Dann wieder ein Benchmark. Oh, das hätten sie aber echt abkürzen können. Eigentlich, wenn ich hier rausgehe. Nix. Ich muss mir das reinziehen, ob ich will oder nicht. Ah ja. Den kriegt man bei Level 6. Naja, solange das hier durchläuft, schauen wir uns mal schnell hier das Büro an. Level 8. Level 3.
Also bald. Kann man dabei auch mal E-Mails checken. Das haben wir. Payment. Achso, Garantie fallen so. Thank you for fixing my PC since you added thermal paste. It run nicely. Sehr schön. Replace motherboard. My computer stopped working the other day. Please can you have a look for me? Natürlich. Und was hättest du gern? Upgrade to 4GB. Ob der Rechner mit 4GB so viel schneller läuft, aber natürlich können wir das machen. Vielleicht kann ich da diesen 2GB Riegel verbauen, den ich bei dem anderen PC rausgeschmissen habe. So, hier haben wir dann auch alles soweit fertig. So, fix it, upgrade. So, jetzt probieren wir erstmal das hier mit dem. Also, der Gute hätte gern 4 GB RAM. Hätten sich die Entwickler auch mal was anderes einfallen lassen können, als immer die gleichen Gehäuse zu bringen. Das ist irgendwie. Genau, da installieren wir. Da nicht. Da. Wir haben doch noch 2 GB. Was muss man noch? Noch mal ein 3D-Mark? Ich glaube es ja wohl nicht. Okay. Dann einmal Kabel dran. Da brauchen wir auch noch auf jeden Fall hier mal so. Ja, dann starten wir den PC halt mal neu. Auch kein Thema. Und dann lassen wir hier auch den Benchmark durchlaufen. Derweil sag ich jetzt mal Kohle ein. Tja, jetzt die Preisfrage. Was brauchen wir denn da überhaupt für ein Mainboard? Steht da irgendwas in der E-Mail vielleicht drin? Dass wir hier. Ah ja, Skylake Socket. Na, dann bestellen wir doch da gleich mal eins. Skylake. Gibt es da irgendwelche? Nö. Ja, nehmen wir halt das. Her damit. Was macht hier unser Benchmark? Ist immer noch nicht ganz fertig. Hä? Ja, ich hab den doch gerade laufen lassen. Muss ich da echt jedes Mal dabei sein? Ist ja ätzend.
Nicht sehr berauschend für euch Zuschauer auf jeden Fall, für mich allerdings auch nicht, da könnt ihr euch sicher sein. Also Aufträge mit Benchmark überlege ich mir, wenn es hier ein bisschen besser läuft, auf jeden Fall fünfmal. Das ist nicht schön. Ich meine, gut, im Realen geht es natürlich auch nicht so schnell, wie es hier geht. Genauso wenig wie der Virenscan so schnell geht, wie er hier geht. Aber alter Verwalter. Das ist ein bisschen zäh. Ach, Galax. Nett. Bekommen wir dann auch eine Galax-Grafikkarte zum Verbauen? Vielleicht eine Hall of Fame oder so? Das wäre ja nice. Ein richtig schönes weißes PC-Bild, wie ich es versucht habe. Ganz gelungen ist es mir nicht, da ist mir mein MSI-Board in die Quere kommen. So ein bisschen. Ja, ich hoffe mal, euch interessiert überhaupt diese Angespielt-Reihe. Ich werde es ja sehen anhand der Reaktionen und der Likes oder Views oder wie auch immer. Ach Gott. I'm thinking I need to upgrade my PC. Can you put in 4 GB Memory? Natürlich kann ich das tun. Also bestellen wir halt gleich nochmal 4 GB Speicher mit, dann ist es morgen auch da. Ja, dann kann man den Tag hier auch beenden und zum nächsten hüpfen. So, neues Motherboard, neuer RAM, alles da. Machen wir erstmal das Motherboard. Schrauben raus, Schrauben raus. So. Wo fangen wir denn an? Fangen wir doch mal beim RAM an hier. Raus, 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 raus. Celeron. Bloß nicht zu schnell sein. Das kann man wieder schließen. Ja, das Geschraubsel hier, das wird manchen wahrscheinlich ziemlich auf den Sender gehen mit der Zeit. Ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also warum ich die Abstandhalter hier raustun muss, weiß ich nicht. Meines Wissens nach sind die im Großen und Ganzen ja identisch. Zumal ich sie jetzt wieder reinschraube. Ich habe ein Board, das genauso groß ist. Ja. Also der Part macht wenig Sinn. So, was haben wir denn noch ein bisschen? Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht die originale Belegung, die ich nehmen sollte. Äh,
um das ganze Dual-Channel-fähig zu behalten oder zu bekommen. Aber zum Glück haben wir jetzt hier ein Computerspiel und kein Real Life. Insofern, who cares? So, habe ich jetzt hier noch irgendwo. Das Mainboard möchte ich nicht ausbauen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe schon wieder ein Kabel vergessen. Ich auch. Ich komme bloß gerade nicht drauf, wie ich das Kabel, das ich hier unten eigentlich. Warte mal, Kühler habe ich drin. Man sollte natürlich auf die Markierungen achten, das ist sinnvoll. So läuft. Einmal rausnehmen und ab zum Eingang damit. Hier der nächste. Was haben wir hier? Upgrade. Upgrade auf 4 GB. Oh, da habe ich eigentlich fast einen falschen RAM bestellt. Und die Stimme versagt. Ich glaube, ich nehme schon ein bisschen zu lang auf. So, Upgrade erledigt. Noch schnell die Kabel dran stecken. Der auch ganz gern einen 3D-Mark für seinen PC. Naja, das Problem haben wir jetzt ab Level 3 Gott sei Dank nicht mehr. Ich werde mal sehen, was dieser neue Schreibtisch kostet, wenn wir mit diesen zwei Projekten hier fertig sind. Und dann diesen Schreibtisch hier drüben kaufen. Langwierig, langwierig. Jetzt, wenn ich wieder weggehe, ist aber wahrscheinlich das Ergebnis auch wieder futsch. Wie ist denn eigentlich die Lage bei meinen Zuschauern bezüglich PC-Technik? Seid ihr da eher erfahren oder unerfahren? Kauft ihr fertig oder lasst ihr bauen oder baut ihr vielleicht selbst? Schreibt es mir doch auch mal in eure Kommentare rein. Wäre jetzt mal interessant für mich zu wissen, da ich ja
Ja, wie im letzten Video im Prinzip auch schon angekündigt, hier auch demnächst einen PC-Part mit in die Geschichte von meinem Kanal reinbringen möchte. Und ja, dafür natürlich auch ein bisschen Input brauche. Braucht ihr das oder wollt ihr das oder ja, ebenso Sachen, die euch interessieren, könnt ihr gerne mal in die Kommentare mit reinpacken. Alter Schwede, ist ja mal wieder gut. Ein Level up für mich. PC can play Sail Away. Also das akzeptieren wir auf jeden Fall. New Parts available. Huhu, eine R7370. Bloß nicht zu schnell. Upgrade to 1500 GB. Nehmen wir. Replace RAM. Replace RAM und Replace HDD und für 260 insgesamt. Na, alles klar. Mal sehen. Davon 2 bin ich bei 80. Storage. 50, auch 50. Na gut, dann lassen wir da wenigstens Qualitätsware angedeihen. Keine Ahnung, ich mache dieses Mal relativ blind. Der hätte gern 1500 GB, das kriegen wir sicherlich auch noch hin. Was? Upgrade to 1500 GB. Sagt er mir auch, was er drin hat? Blu-ray, steht aber nichts dabei, was er drin hat. Oder sieht es hier irgendjemand? Also ich sehe es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, was machen wir da jetzt? Ich nehme jetzt erstmal noch eine zweite 500er mit. Vielleicht reicht es schon. Ja, den Rest müssen wir dann beim nächsten Tag uns anschauen. Ich muss so oder so noch mal bestellen, sehe ich hier. Wie jetzt keine Lieferung? Wo ist meine Lieferung? Stromrechnung ist da. Was nicht da ist, sind die PC-Teile, die ich bestellt hatte. Der Schreibtisch kostet nichts. Ist, oh, doch, er kostet was. Hoch, das habe ich gar nicht gesehen. 1500. Naja, an der Stelle aber mal mache ich hier einen Cut. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Teil wieder, wenn die PC-Teile da sind und ich hier dann den PC-Building-Simulator spiele. Bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sesam.